Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Resident Evil Village. Und es ist jetzt über einen Tag vergangen seit der letzten Aufnahme. Ich hätte am liebsten beim letzten Mal bei der letzten Aufnahmesession für mich aus meiner Position gesprochen, hätte ich es natürlich am liebsten direkt durchgerockt. Ich hoffe, dass ich das heute schaffe. Und ja, eigentlich hoffe ich es nicht, weil wenn ich es nicht schaffe, bedeutet das ja, das Spiel geht länger als erwartet, aber sind wir ehrlich, das Spiel wird wahrscheinlich nicht mehr so lange gehen. Ich denke jetzt noch ein, zwei Folgen, dann haben wir es leider durchgespielt, gerade jetzt, wo es so richtig an Fahrt aufnimmt und so richtig geil geworden ist, aber schauen wir uns mal an, wie es weitergeht. Ich habe meinen Timer nicht eingeschaltet, jetzt aber. Schauen wir mal. Was ist passiert? Ist da jemand? Tja, Ethan Winters wurde eigentlich... Kalt. Wurde eigentlich umgebracht, sein Herz wurde rausgerissen von Mutter Miranda. Und ich habe wirklich gedacht, er wäre tot. Also ich habe nicht gedacht, dass er wiederbelebt. Wie komme ich hierher? Oh, oh Gott, ist das kalt. Scheiße, mein Körper. Du bist so dumm. Evelyn, wie kann das sein? Du bist tot. Tot? Ich meine, Miranda, sie... Nein, ich muss Rose retten. Falsch! Es war nicht Miranda. Du warst immer tot. Was redest du da? Ich kann doch... Siehst du, nicht Miranda war es. Fandest du es denn gar nicht komisch? Bei allem, was du einstecken musstest? Erinnere dich. Vor 3 Jahren, bei den Bakers. Jack hat dich getötet. Du bist tot. 3 Jahre schon. Das ist unmöglich. Nein, das... Du solltest gar nicht mehr hier sein. Auf mit dem Scheiß! Du solltest nicht leben. Fick dich! Was bin ich dann? Ich... Rose? Mia? Ich... Verstehst du es jetzt? Dein ganzer Körper besteht aus Schimmel. Du wirst deine Familie nie wiedersehen. Familie? Familie? Nein. Rose. Ich muss meine Tochter... Du bist schon lange tot. Tot! Ich werde
Rose, reiten! Okay, ziemlich abgefahren, ziemlich krass. Ja, ich habe wirklich gedacht, dass er erstens tot ist. Ich hatte zwar gehofft, dass Rose ihn irgendwie wiederbelebt, aber ich habe nicht gedacht, dass es das passiert. Ich dachte, das wäre halt jetzt die Story und der Plot, dass er halt dann gestorben ist. Aber anscheinend ist er schon seit 3 Jahren tot und nur noch durch diesen Pilz am Leben. Aber schon merkwürdig, dass wir gegen den Pilz kämpfen, obwohl wir selber anscheinend der Pilz sind oder so. Okay, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. I'll save you no matter what. Okay. Na, genug geschlafen? Wo bin ich? Mein Wagen, Ethan. Du hattest einen Albtraum. Duke? Dein Kampf gegen Heisenberg war eine Augenweide. Aber dass Miranda sich zeigen würde... Wie lange war ich weg? Es dämmert bald. Duke, helfen Sie mir. Ich muss zu Miranda. Ich weiß, deshalb sind wir schon auf dem Weg. Wir sollten bald da sein. Danke. Aber Ethan, bist du dir auch sicher? Dein Körper, naja, fällt auseinander. Ja. Das war dumm von mir. Apropos dumme Fragen, wer, was sind Sie? Da bin sogar ich überfragt. Wir sind da. Ich schulde Ihnen was. Also, Ethan, ich befürchte, du wirst nicht in deine alte Welt zurückkehren können. Bist du bereit? Ja. Ich muss es sein. Dann mal los. Rose aus den Händen Mirandas befreien. Uns wurde das Herz rausgerissen von Miranda. Und trotzdem leben wir noch, weil wir anscheinend selber der Pilz sind. Fährt das... Fährt Führer los oder saß vorhin Duke auf der Seite und ist jetzt plötzlich wieder auf der anderen Seite? Das. Haben wir überhaupt noch unsere Waffen? Ja, wir haben noch unser komplettes Inventar. Krass. Ich frage mich, ob das wirklich nur ein Traum war oder ob das jetzt stimmt, dass wir wieder der Pilz sind. Es wird auf jeden Fall einiges erklären, warum wir eben so viel aushalten und halt auch anscheinend nicht so ein krasses Schmerzempfinden haben. Mal was einsammeln vor dem letzten Kampf, wie es aussieht. Ist noch mehr rum? Ja. Leider wird es nicht angezeigt als grün oder rot, aber ich denke und hoffe, wir haben alles eingesammelt. Das werden wir nochmal mit Duke handeln. Aber gerne. Ja, wobei, wenn ich jetzt so sehe, wie der hier drin sitzt... Bitte, gib Acht. Danke. Muss er ja eigentlich vorhin auf der anderen Seite gesessen haben und das Pferd geführt haben, weil das hätte ja sonst offen sein müssen, wo wir drinnen lagen. Es hat keinen Sinn ergeben. Nee, also er muss jetzt, bevor wir angekommen sind, einfach mal wieder den Ort gewechselt haben. Interessant. Duke's Emporium hat alles, was du für langwierige Kämpfe benötigst. Komplexes Herz. Kristalliner Riesenstreitkolben. Überreste einer Kreatur und ihres riesigen Streitkolbens. 60.000. Kristallina Heisenberg. Der Typ war einfach nur krank. 70.000 ist bisher wertvollste. Tja, vielleicht können wir auch den Rest verkaufen, weil ich glaube, wir finden nicht mehr die Sachen, die wir zusammenbauen sollten. Die Zigarre ist 3.000 wert, okay? Das ist nicht sehr wertvoll. Oho, die Fusion von Mensch und Maschine. Es sprüht geradezu von Heisenbergs Esprit. Oh, Scharfschützengewehr könnten wir auch nochmal aufbauen für 60.000. Genau wie unsere Flinte. Aber halt auch die Magnum. Haben wir dafür überhaupt noch Munition? Ich glaube nicht, oder?
glaube, wir haben dafür gar keine Munition mehr. Das würde 100.000 kosten. Wähle mit Bedacht. Dein Leben könnte davon abhängen. Langer Lauf. Spezialzubehör für eine Pistole. Erhöht die Feuerkraft beträchtlich. Wir werden erstmal alle Munition kaufen. Das wird für den letzten Kampf gut sein. Gerne. Noch etwas? Krass, ich will die Waffen echt nicht kaufen, aber was soll's. Ich glaube, das können wir uns auch mal sicherheitshalber aneignen. So. Jetzt will ich noch mal kurz gucken, ob wir... Ach so, hatten wir hier noch irgendwas Neues? Ich glaube nicht, ne? Ne. Armer Victoria Kuran. Bitte. Schauen, ob wir Magnum-Munition haben und das ist nicht so, ne? Gib Acht. Also wir werden die Magnum auf jeden Letzte Gelegenheit. Auf jeden Fall nicht aufbauen, sondern unsere Schrotflinte, weil davon haben wir auf jeden Fall Munition, die nehmen wir oft. Aha. Und dann die Scharfschützengewehr haben wir auch super viel Munition. Und dann haben wir noch 90.000. Das würde auch nicht mehr reichen für die Magnum. Ja, ich glaube, ich lasse das so, bevor ich den Fehler mache und jetzt mein ganzes Geld rausballer und dann treffe ich doch nochmal auf ihn und könnte das gebrauchen, lasse ich es lieber einfach so. Wir werden den Kampf auch so gewinnen. Auf Wiedersehen. Falls es der letzte sein sollte. Ja, mach's gut, Duke. Ich bin gespannt, ob wir es jetzt wirklich gleich durchhaben. Jetzt, wie gesagt, wo die... Können wir hier einfach durchgehen? Wo die Story immer geiler wird und ja, ein Twist nach dem anderen kommt. Und wo wir mit Chris Redfield spielen konnten. Das war denn das bitte für eine geniale Szene? Und vorher dieser epische Kampf. Sind wir mittlerweile langsamer als vorher? Und vorher dieser epische Kampf. Ja, ich kann auch nicht sprinten. Also ich kann nicht sprinten, weil mein Körper halt auseinanderfällt. Ich kann nicht sprinten. Vorher noch dieser epische Kampf, dieser Bossfight. Krasseste Bossfight ever. Oder zumindest auf jeden Fall diese... Lasst mich in Ruhe. Zumindest in diesem Spiel mit diesem krassen Panzer gegen Heisenberg. Traum nichts oder was? Ich will natürlich nicht meine krasse Munition verbrauchen, deswegen nehme ich nur Pistole gegen die. Jetzt können wir wieder sprinten. Okay. Ja, diesen Lauf für die Pistole. Was hat denn der gekostet? Es würde natürlich Sinn machen, den noch zu kaufen. Weil er ja mehr Schaden verursacht. Aber ich glaube, der hat auch 100.000 gekostet. Kann das sein? Ne, 56.000. Dann kaufen wir den auf jeden Fall. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Wie untersuchen? Langer Lauf, bitte auf eine. Ach, V61, ist gar nicht für die Pistole. Doch, für eine Pistole. Hä? Aber ich kann es nicht kombinieren. Ach. Also haben wir gerade wieder 56.000 an Leih verschwendet. Toll. Egal. Weiter geht's. Unfassbar. Huch. Oh, war schon tot, schade. Dachte, die droppen vielleicht auch noch mal ein bisschen Munition. Am besten halt höherwertige für bessere Waffen. Ja, die komischen Pilze, Ranken. Einfach weiter. Scheinen mich in Ruhe zu lassen, obwohl die sehen auch eher aus wie Bäume, wie Wurzeln oder so. Ah, meine Eva. Meine wunderschöne Tochter. Komm zu mir. Eva. Du es. Ah, ich habe dich so vermisst. Ah.
Was? Meine Kräfte verlassen mich! Rose! Miranda! Interessant. Dein Körper. Wirklich erstaunlich. Gib mir Rose. Sofort! Du wirst sehen. Sobald du ausradiert bist, wird... Ethan, jetzt! Los! Ich habe mein Leben für diesen Moment geopfert. Und du willst ihn mir einfach wegnehmen? Ich nehme, was mir zusteht. Mein Wunsch wird sich erfüllen! Nein! Rose ist mein! Ach du Scheiße! Du hast deinen Zweck. So, mit welcher Waffe fangen wir denn an? Haben wir dafür noch Munition, die wir brauchen? Also Blend, Explosiv. Na, fangen wir damit mal an. Erfüllt, Ethan Winters. Du hast mich meiner Kinder entledigt und den Megamyziden zum Leben erweckt. Mach dir keine Sorgen um kleine Rose. Bei mir wird sie glücklich sein, das verspreche ich dir. Du kannst also in Frieden gehen. Ich weiß gar nicht, ob ich Schaden mache. Es wirkt irgendwie nicht so. Dann nehmen wir mal die Pistole. Und zwar für immer. Ich lass dich nicht davonkommen. Au. Dann müssen wir irgendwo anders drauf schießen? Wehr dich nicht. Okay, nee, es dauert viel zu lange. Bitte, Ethan, quäl dich nicht. Mach dich bereit. Du weißt, was es bedeutet, sein Kind zu lieben, oder nicht? Auch ich liebe mein Kind! Mann! Verstehst du es endlich? Rose ist mein Kind, nicht deins. Verdammt. Du hältst mich nicht auf. Genug der Spielchen. Dein Ende. Komplett austicken lassen. Fuck. Haben keine Arznei mehr. Ich glaube, wir hätten noch eine kaufen können bei Duke. Das war ziemlich dumm von mir. Wir können nur zwei herstellen, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob das reicht für den Kampf. Das Blöde ist halt, ich habe keinen Plan, wie ich hier ausweichen soll. Widerlich, dieser Lebenswille. Still. Ah!
Okay, jetzt können wir noch Scharfschütze nehmen oder wir stellen halt weitere Munition her. Weiß nicht, inwiefern es jetzt Sinn macht, Rohrbomben zu verwenden. Wahrscheinlich machen die Minen überhaupt gar keinen Sinn, aber Rohrbomben sollten eigentlich auch nicht viel Sinn machen. Können wir rein theoretischerweise Magnum-Munition herstellen? Nee. Scharfschützenmunition. Ich meine, wir können natürlich das noch herstellen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, mit dem Scharfschützengewehr zu spielen. Mein Gebet! Okay, das scheint viel Schaden zu machen. Ich glaube, es wird Zeit, dass du mir die Dinge überlässt. Den Teufel werde ich! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Verdammt. Jetzt ist die Waffe natürlich richtig schlecht. Wenn es dunkel ist und ich nichts sehe, ich stelle jetzt doch solche Munition her. So, das war's. Stirb! 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 Ich verstehe deine Gefühle, Ethan. Das tue ich wirklich. Aber jetzt heißt es Abschied nehmen. Wenn ich Rhodes mit den Megamyceten vereine, wird meine Tochter sich mir endlich zeigen. 100 Jahre habe ich gewartet. 100! Nur für diesen Tag. Wir alle. Sterben schließlich irgendwann. Warum bist du dich an? Fuck. So nah am Tod hat Rose für dich keinen Nutzen mehr. Sie ist meine Tochter, du krankes Miststück. Fuck. Ich mache meinen Traum wahr. Ich muss. Verdammt! Die Dorfbewohner, die 4 neuen Kinder! Sie konnten meine Einsamkeit nicht im geringsten lindern! Hast du mal das Problem bei dir selbst gesucht? Du bist zur Liebe doch gar nicht fähig! Ich werde nicht zulassen, dass mir jemand Rose oder meine Tochter wegnimmt! Fuck! Ich werde meine Tochter wiedersehen! Nur um wirklich sicher zu gehen, verfüttere ich dich. Rose! Shh. Alles gut, Rose. Alles gut. Ah.
Ethan! Ethan! Komm schon, Ethan. Komm schon, Ethan, wach auf! Oh nein. Chris. Ethan. Das war's. Es ist aus. Das war's wohl für beide von uns. Ethan, wir müssen los. In dem Ding ist eine Bombe, die das ganze Dorf hochjagt. Sieh mich an. Wenn ich hier drauf drücke, sind wir besser weg. Verdammt. Mia wartet auf dich. Sie lebt, hörst du mich? Sie lebt. Mia, es tut mir leid. Ich liebe dich. Pass auf, Rose, auf. Hey, hey. Hey. Sag ihr das selbst. Komm schon, es ist nicht mehr weit. Pass auf sie auf. Ich vertraue dir. Verflucht! Wiedersehen, Rosemary. Ethan. Rose! Los! Los, bring uns hier raus! Warte! Wo ist Ethan? Schneller! Wir müssen sofort weg! Nein! Ohne meinen Mann gehe ich nirgendwo hin! Mia, hinsetzen und anschneiden! Nicht bevor du mir sagst, wo Ethan ist! Er würde uns nie im Stich lassen! Sag mir, was los ist! Wo... Was war das? Ich sagte, setz dich hin. Nein. Wo ist er? Chris. Was hast du getan? Er ist tot. Ich konnte... Er ist geblieben, damit wir fliehen können. Tut mir leid. Boss. Sieh dir das an. Die BSAA hat keine Soldaten geschickt. Das ist eine Biowaffe. Was haben die sich gedacht? Wie lautet der Befehl? Versammel den Rest des Teams. Dann zur europäischen BSAA-Zentrale. Dafür werden sie bezahlen. Thank you.
Wir waren gütig, doch du wurdest gierig, fauchte sie. Nun gib, was uns zusteht. Und sie sperrte das Kind in einen Spiegel. Doch bald erschienen ihre Eltern, die verzweifelt nach ihr suchten. Zorneserfüllt stellte sich der Vater der Hexe, während Mutters sanfte Hände den bösen Zauber vertrieben. Doch die Hexe war stark. Der Vater rief, rette unsere Tochter! Und so ließ die Mutter den Wald hinter sich, das Kind in Sicherheit. Auch heute erinnert der verkohlte Wald an das Opfer, das der Vater erbrachte. Und bis heute träumt jedes Kind, das zu lang in die wüste Landschaft blickt, wie es sich beim Beerenpflücken ganz allein im Wald verläuft. Hello, my dear. Tja, das war's dann wohl mit Resident Evil Village. Was für ein krasses, dramatisches Ende. Der Vater ist schon lange kein Mensch mehr, sondern selber noch irgendwie ein Pilz, aber halt unabhängig und nicht beeinflusst von dem Hauptpilz, wie auch immer. Also er ist schon im letzten Teil gestorben. Und als Pilz hat er weitergemacht, weil er unbedingt für seine Familie da sein wollte. In dem Fall dann damals nur für seine Freundin oder Frau, ich weiß gar nicht, ob die damals schon verheiratet waren. Und dieses Mal eben auch für die Tochter wie Rose. Und weil er selber der Pilz war, war wohl die Tochter Rose dann auch so besonders. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und die Mutter war ja auch mal ursprünglich infiziert mit dem Pilz. Also die Pilzmenschen, die Pilzmutter, die aber wohl noch ein Mensch war und nur infiziert war mit dem Pilz. Und der eigentlich tote Pilzvater, die haben dann ein Kind gegründet. Also so habe ich es verstanden. Ja krass, deswegen war er auch so krass drauf und hat so viel ausgehalten, weil er halt einfach gar kein Mensch mehr war. Das ist eine sehr überraschende, für mich nicht vorhersehbare Wendung gewesen, deswegen finde ich es schon sehr geil. Also storytechnisch sehr, sehr gut und jetzt fällt es mir wirklich mittlerweile schwer zu sagen, ob ich das Spiel oder The Evil Within als besten Titel seines Genres betrachte. Dass dieses Spiel Resident Evil 8 Village zum Spiel des Jahres wurde, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde definitiv, dass es zu kurz ist, also selbst wenn wir diese eine Stunde, die ich ja am Anfang gebraucht habe, auf dem ersten Schwierigkeitsgrad mit der Bahn, selbst wenn ich die reinrechne, dürften wir nicht auf 15 Stunden gekommen sein. Also ich glaube, wir haben insgesamt keine 15 Stunden gespielt und das durchgespielt. Den mittleren Schwierigkeitsgrad fand ich einen Tick zu leicht, der hätte einen Tick schwerer sein können.
Also definitiv zu kurz. Also ich glaube, The Evil Within ist dann deutlich länger. Und gerade wenn man ein Let's Play macht, kommt einem, wie gesagt, das Spiel immer länger vor. Also wenn man 20 Stunden lang an einem Spiel spielt als Let's Play, kommt einem das auf jeden Fall eher vor wie 30 Stunden. Je nach Intensität vielleicht sogar noch länger, 35, 40 Stunden, aber auf jeden Fall wie 30. Und The Evil Within 2 waren auf jeden Fall 22 Stunden Spielzeit. Wie lange The Evil Within 1 gedauert hat, weiß ich nicht mehr. Aber ich schätze mal, es waren auch so ungefähr 20 Stunden. Das heißt, da ist definitiv The Evil Within besser als Resident Evil. Ich würde sagen, Resident Evil wurde vor allem zum Ende super krass und super geil, halt auch storymäßig, und hatte da vieles zu bieten. Und vorher war es zwar auch ein sehr, sehr gutes Spiel, aber halt nicht so innovativ, überraschend, krass. Und ich glaube, The Evil Within, also vor allem der 1, wir reden vor allem von der 1, die 2 war schlechter als die 1, auch wenn es immer noch super geil war, aber wir reden von der 1. Und The Evil Within 1 war, glaube ich, von Anfang an, beziehungsweise sehr, sehr schnell, sehr überraschend, mit vielen Wow-Effekten. Teilweise, glaube ich, sogar auch ein Tick gruseliger als Resident Evil Village. Deswegen würde ich sagen, bleibt für mich wohl The Evil Within trotzdem als bestes Spiel seines Genres stehen auf dem Podest. Und ich denke halt auch, dass es darauf ankommt, welches Spiel man als zweites spielt. Also wenn ich zuerst Resident Evil spiele, dann ist es natürlich super krass und ich bin vielleicht dabei und sage, hey, es ist das Beste seines Genres. Wenn ich dann aber zum ersten Mal The Evil Within spiele, denke ich, flasht mich das trotzdem mehr. Und wenn ich aber umgedreht wie jetzt Evil Within 1 spiele und dann Resident Evil, und jetzt ist ja auch der erste Teil für mich schon etwas länger her, dann fällt es mir halt schwer zu sagen, Resident Evil ist das Beste seines Genres. Und ich denke, das sagt schon aus, okay, das andere ist die bessere Ikone. Und wir reden aber hier von einem ganz hohen Niveau. Ein super geiles, super krasses Spiel. Ich kann es jedem nur empfehlen. Größte Kritikpunkt für mich ist definitiv die Länge des Spiels. Ich bin immer der Meinung, dass jedes Spiel, dass jedes Videospiel, das man spielt und wo es sich um einen Premium-Titel handelt, beziehungsweise ein normales Hauptspiel, kein kleines Underground-Spiel, kein kleines alternatives, von einem Programmierer geschaffenes Spiel, also nichts Kleines, wo ich sage, okay, da kann das Spiel mal kürzer sein, sondern wenn wir halt wirklich von solchen kommerziellen Haupttiteln reden, ich weiß, das ist nicht immer der Fall, gerade bei Ego-Shootern, die Hauptkampagne ist genauso, normalerweise geht die immer zwischen 10 und 15 Stunden, aber ich bin immer der Meinung, die Spiele sind so teuer, und klar arbeiten da viele Leute dran und es kostet auch viel Geld, also das zu programmieren und herzustellen. Aber trotzdem bin ich immer der Meinung, jedes Computerspiel, jedes Videospiel sollte mindestens 20 Stunden Spielzeit bieten, wenn es sich halt nicht um irgendein kleines alternativ hergestelltes Spiel handelt mit einem kleinen Produzenten, mit einer kleinen Spieleschmiede. Das sind die Ausnahmen, aber ihr wisst, was ich meine, und deswegen ist es mir auf jeden Fall zu kurz. Ich weiß, dass es bei Ego-Shootern noch schlimmer ist, da hat man, wie gesagt, oft nur seine 11, 12 Stunden. Und dann darf man nicht vergessen, wenn man durchrennen würde, wäre es noch schneller. Also ich hätte ja viel, viel krasser und offensiver spielen können und schneller spielen können und wäre noch schneller durch gewesen. Mal gucken, ob wir nochmal die Uhrzeit sehen. Den Mond berühren? Niemand kann ihn berühren, er ist zu weit weg. Und wenn er eine Rakete besitzt? Okay, dann vielleicht doch, aber es wäre sehr, sehr kalt. Du machst nur Spaß, der Mond fühlt sich bestimmt nicht doch, wie ein Killerball an. Hi, Dad.
Alles Gute. Sorry, wegen letzter Woche. Ich hatte ein paar Tests anstehen. Na, du weißt schon. Wenn man vom Teufel spricht. Die Pflicht ruft. Hab dich lieb. Ja, ich hab sie. Wo sonst? Ausgerechnet heute. Es gab einen Notfall. Du bist dran. Evelyn? Nenn mich nochmal so und du bist tot. Wow, wow. War nur ein Witz, Rose? Ich kann Dinge, die selbst Chris mir nicht zutrauen würde. Habe freie Schussbahn. Nein. Ich komm klar. Sie ist bloß ein Kind. Du musst dich zusammenreißen, Rose. Du bist ihm wirklich ähnlich. Ich weiß. Hier endet die Geschichte des Vaters. Was war denn das bitte? Also erstmal cool, dass es hier wieder so einen kleinen Abspann gab, nach dem Abspann quasi. Guck ich, weil auch die Evil Within 2 war. Aber was war denn das für ein letztes merkwürdiges Standbild? Das Auto fährt da die Straße lang, diesen Friedhof, diese Friedhofstraße, dann kommt irgend so ein random Typ, so aus wie Mann, kommt da lang gelaufen und dann bleibt das Auto einfach stehen. Und ich dachte, okay, die zeigen jetzt noch, wie der Mann da einsteigt oder wie irgendwas Schlimmes passiert. Aber nee. Das Auto bleibt einfach stehen, der Mann läuft halt weiter und dann ist vorbei. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Hätte man nicht sehen sollen, wie das Auto weiterfährt? Egal. Ja, die Geschichte des Vaters ist vorbei. Das ist natürlich sehr traurig, das ist sehr schade. Ich meine, ich mag das immer, wenn ein Protagonist weitergeführt wird, wie das jetzt bei, weiß ich nicht, spontan fällt mir Tomb Raider ein oder der Typ halt aus The Evil Within 2. Wie heißt er gleich? Ach, wie hieß er denn gleich? Ich erinnere mich nur an Stefano, aber Stefano war der Gegner. Wie hieß er denn gleich? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ist auch egal, ist nicht so schlimm. Aber ist, wie gesagt, ist ja auch immer, man will ja auch immer überrascht werden. Deswegen ist es irgendwie auch cool, in Anführungsstrichen, dass man weiß, hey, die Geschichte von dem ist vorbei, der ist leider gestorben, Ruhe und Frieden, Ethan Winters. Und der ist ja eigentlich schon lange tot, ne? Also wenn man es genau nimmt, ist er ja wohl schon im ersten Teil gestorben. Man hat es nur nicht gewusst, also wir haben es nicht gewusst, wir haben es nicht mitbekommen. Und jetzt deuten sie halt an, dass es mit Rose weitergeht. Und das Geile ist, das habe ich ja... ich weiß nicht mehr, wann es war, aber in irgendeiner Folge von diesem Spiel habe ich das ja sogar prognostiziert und habe gesagt, hey, vielleicht gibt es dann irgendwann weiter mit der Tochter, dass wir dann, ach nee, das war glaube ich bei The Evil Within, oder? War das bei The Evil Within? Nee, Quatsch, es war glaube ich hier, oder? Ja, es war hier, klar, als wir mit Chris Redfield gespielt haben und ich gedacht habe, dass Ethan schon tot ist, als ihm das Herz rausgerissen wurde. Und da habe ich gesagt, vielleicht gibt es dann mal später weiter mit Rose und das deuten sie jetzt an, dass die jugendliche Rose, dann vielleicht junge, erwachsene Rose, weitermacht. Das wäre natürlich schon mal ziemlich cool und soweit ich weiß, ist auch ein Expansion Pack geplant, beziehungsweise DLC, wie man heutzutage sagt. Und das müsste irgendwann noch, ich dachte, das kommt jetzt noch 2022 raus, ich weiß gar nicht. Mal schauen, ich bin gespannt. Ja, in diesem Sinne, wir enden es nicht, wir drücken mal weiter. So, Ergebnis, Schwierigkeit gerade Standard, Abschlusszeit 11 Stunden 57, guter Vater, bester Vater aller Zeiten. Und wenn wir jetzt diese Stunde noch draufrechnen, können wir halt sagen, okay, wir haben 13 Stunden gemacht. Also nicht mal 15 Stunden. Das ist natürlich viel zu kurz für so ein Spiel. Also das ist wirklich... Also selbst, wie gesagt, selbst 15 Stunden wären mir zu kurz. Selbst bei 18 Stunden würde ich sagen, oh, da fehlen mir eigentlich noch 2 Stunden. Aber 13 Stunden, und wenn ich mich beeilt hätte, wäre es logischerweise noch viel kürzer gewesen. Aber das ist ja egal, ich beeile mich ja nicht mit Absicht, deswegen...
Ja, also 13 Stunden, also unter 15 Stunden ist katastrophal kurz, finde ich. Vor allem für so ein Spiel. Es regt mich schon immer bei Ego-Shootern auf, wenn da die Hauptkampagne so kurz ist. Aber da ist es quasi Standard. Bei Ego-Shootern ist es quasi Standard, weil die meistens nicht so eine krasse Story haben, nicht so eine deepe Story haben, ist es meistens Standard. Aber bei so einem Spiel, Horror Survival, die Rätsel waren jetzt auch nicht super schwer. Also an keinem einzigen Rätsel habe ich ultra lange gehangen, dass ich sagen könnte, okay, ja, die Rätsel, die haben es halt auch noch in die Länge gezogen, sondern ich bin relativ schnell durch die Rätsel gekommen. Ich würde sagen, bei den ersten Resident Evil Teilen waren die Rätsel teilweise schwerer, aber vielleicht irre ich mich nur und es kommt mir nur so vor, weil ich jetzt älter bin und schlauer bin und mehr Erfahrung habe und weiß, wie das abläuft. Egal, so oder so, ich fand es auf jeden Fall viel, viel, viel zu kurz, das Spiel, und ich erinnere mich leider nicht mehr, wie es bei Resident Evil 7 der Fall war. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Spiel hieß, außer dass das 7. Teil war. Also der Vorgänger von dem Spiel, da weiß ich auch nicht mehr, wie lange das ging, aber ich würde fast sagen, das ging länger, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wenn ihr es auch wisst, wie lange das Spiel ging, dann schreibt es mir in die Kommentare. Neuer Schwierigkeitsgrad ist verfügbar. Kann beim Start eines neuen Spiels gewählt werden. Ja, ich komme nicht mehr auf Veteran klar. Gut, mittlerweile vielleicht schon oder besser, weil ich jetzt im Endeffekt ja einmal durchgespielt habe und weiß, dass es auf mich zukommt. Folgendes wurde dem Bonusmenü hinzugefügt. Boni Shop, Concept Art, Modelle, Herausforderungen. Schließen Sie im Menü Herausforderungen gelistete Herausforderungen ab, um Abschlusspunkte zu erhalten. AP können im Boni Shop gegen eine Bieter von Boni eingetauscht werden, unter anderem einen neuen Spielmodus, Waffen, Concept Art, Modelle. Na, ist mir echt egal. Folgende Filme wurden im Bonusmenü unter Filme hinzugefügt. Village of Shadow in voller Länge, die Entwicklung von Village of Shadow, das Level-Design von Resident Evil, die Entwicklung der Visuals in Resident Evil Village, die Produktion der Visuals in Resident Evil Village. Glückwunsch, Sie haben den Story-Modus abgeschlossen und können jetzt im Boni-Shop folgende Waffe erwerben. WCX. Sie haben folgende Herausforderungen abgeschlossen. Die erhaltenen Abschlusspunkte können Sie im Boni-Shop gegen Bonuspunkte eintauschen. Keine Likes für Lykans. Ich wollte draufklicken, um zu gucken, ob da steht, was, wofür das da war. Und ich wollte nicht weiter. Zurück. Ach, jetzt weiß ich nicht, was ich alles abgeschlossen habe. Ihr könnt natürlich zurückgehen und zumindest kurz pausieren, aber nach unten scrollen kann ich ja nicht mehr. Gucken, ob ich das nochmal irgendwo nachgucken kann mit dem Boni, die ich, mit den Herausforderungen, die ich abgeschlossen habe. Bonusspiel, die Sölzer. Metzeln Sie sich durch Gegnermassen und erzielen Sie dabei so viele Punkte wie möglich. Aha. Eine durchschlagskräftige Sturmgewehr mit kurzem Lauf. Nach dem Erwerb hält der Kaufmann es für Sie im Story-Modus zur Abholung bereit. Wahrscheinlich ist das die Waffe, die Chris Redfield hatte. Ja, genau, wie Karambit, genau. Ja, das sind die Waffen. Dragoon. Oder ist es das? Ne, das ist das, oder? Einen von Chris Redfield. Gern benutzte Sturmgewehr. Nach dem Erwerb, bla bla bla. Okay. Oh, 120 Bilder oder was? Dieses Bonusobjekt können Sie mit AP im Bonus überwerfen. Will man das freischalten? What? Wen denn Arthur mit voller Größe? Was soll denn der Mist? Wieso muss man das denn erst freischalten? Ah, hier. Überleben Sie den Lykan-Angriff. Keine Likes für Lykans. 4 Grafen. Entkommen Sie aus der Mine. Besiegen Sie die mutierte Lady Dimitrescu. Besiegen Sie Donna und Angie. Das sind ja Sachen, die musste ich ja eh machen, um das Spiel durchzuspielen. Besiegen Sie den mutierten Moreau. Besiegen Sie Urias in der Festung. Platzieren Sie den Kelch des Giganten auf dem Zeremonienplatz. Besiegen Sie den bla bla bla. Schließen Sie den Story-Modus ab. Schließen Sie den Story-Modus mit mindestens Schwierigkeitsgrad einfach ab. Ja, das ist ja auch das Minimum. Ach hier, normal, normal. Und bester Vater der Welt, dafür muss ich dann im Veteran das Ding durchspielen. Und bester Vater des Universums, schließen Sie den Story-Modus mit Schwierigkeit doof der Schatten ab. Stellen Sie ein Objekt her. Ja, okay, ist mir eigentlich alles nichts. Berufsdieb, wenn Sie, ach so. Ist mir eigentlich alles nicht so wichtig jetzt hier, ist mir auch egal. Das Bilderbuch von Village of Shadows von Anfang bis Ende. Ein Einblick in den Schaffungsprozess des Bilderbuchs Village of Shadows. Ein Einblick ins Level-Design.
Ein Einblick in die Charaktere und Kulissen. Ein Einblick in die Produktion. Ja, wenn euch diese Videos noch interessieren und ich die noch in einer Extra-Folge mir reinziehen soll und hochladen und für euch zur Verfügung stellen, dann schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare, dann mache ich das. Das würde ich jetzt nicht noch hier in diese Folge packen, damit es nicht zu lang wird. Aber wenn ihr darauf Bock habt, wenn ihr es sehen wollt, schreibt es mir ruhig in die Kommentare, dann mache ich das noch. Ich werde das Spiel nicht direkt löschen oder so. Und dann, ja, sehen wir uns vielleicht in einem weiteren Video wieder. Ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall in irgendeinem anderen Spiel wieder. Ich muss zugeben, jetzt wo ich The Evil Within 2 und Resident Evil 8 durchgespielt habe, juckt es ein bisschen in mir, habe ich ein bisschen Bock drauf, auch Outlast 2 zu spielen. Aber ich weiß, dass Outlast nochmal eine ganz andere Kategorie ist. Das ist viel, viel nervenaufreibender und krasser, weil man nicht schießen und nicht kämpfen kann, sondern einfach nur am Wegrennen ist, also am Durchhalten Outlast. Und aus diesem Grund weiß ich nicht, ob ich als nächstes spiele oder ob ich als nächstes Tomb Raider spiele. Aber mal schauen, mal schauen. Also Outlast 2 ist auf jeden Fall auch noch in meinem Kopf. Habe ich mir ja auch schon gekauft, noch nicht als Video veröffentlicht. Aber das wird nochmal eine ganze Ecke härter und krasser. Aber schauen wir mal. Und ich freue mich auf die weiteren Resident Evil Spiele, die kommen. Und auf die DLCs werde ich natürlich auch spielen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Lasst einen Daumen da, kommentiert, schreibt mir rein, ob ihr die Videos noch sehen wollt. Und bleibt cool. Abonnieren, Glocke aktivieren, kein Video verpassen. Tschüss.